Servus Leute, zurück zu Let's Play Disciples Liberation. Wir sind in den letzten Landen, die uns zur Verfügung stehen, nämlich in den Winterlanden. Nein, Weißlande. Oh, was ist das denn für ein Groove im Hintergrund? Okay. So, es ist ein Winterland und hier sollen die Elfen vorherrschen. Wobei in einer früheren Zeit haben hier die Zwerge gelebt, bevor sie ausgelöscht wurden. Und die Elfen, sozusagen, denen den Gnadenstoß auch dabei gegeben haben, um das Land zu erobern. Ein Pfeil, der scheinbar aus der Sonne kam, landet zu deinen Füßen. Dann hebt sich eine kleinere Truppe uralter Elfen aus dem Gras. Die Felder des Nichts sind das Revier meines Rudels. Der nächste Schritt bringt euch ins Grab. Tja, come get me. Ah, danke für den Warnschuss. Ich lasse mir nicht gern drohen, Elf. Es ist mir egal, wessen Revier das ist, Elfin. Wenn du auf mich schießt, töte ich dich. Ganz einfach. Ganz einfach? Ja, so einfach ist das, nicht wahr? Dunkelgartel. Tja. Elfe, ganz einfach ist das. Ah, die Elfen und die Untoten sind sehr schlecht zueinander zu sprechen. Deswegen kann ich da Synergien zwischen den beiden herbringen. Das wird eine Meisterleistung, befürchte ich, wenn ich das vorhabe. Ich habe Zeit. Glaube ich zumindest. Mit leisen Schritten. Meine Klingen sind scharf. Die hat eine schlechte Position dafür. Sie ist kein Tank. In den Kampf. Oh, was hast du dir gegönnt? Double Strike haben die. Dann haben die starke Bogenschützen. Sollte besser auf Abstand bleiben. Oh, du bist zweimal gelaufen. Das ist schlecht für dich. Was ist das für eine Gorsche, die er hat? In your phrase, sage ich dazu nur. In your phrase. Ich schau mal kurz nach den Zaubern, die ich zur Verfügung habe. Irgendwas hier. Elementarschaden hätte ich gerne. Alle? Nee. Oh, Moment. Brennende Strahlen. Brenn im Höllenfeuer. Den Rest brauche ich noch. So. Hier rein und ballern. Nein, kein Ballern? Oh, falsche Taste. Ballern! Oh shit, sind ja noch gar nicht alle da dran gewesen. Oh, das war aber gut. Ich weiß zwar nicht warum. Aber das war sehr gut. So. Also ich weiß, warum es gut war, aber ich weiß nicht, warum das so gekommen ist. Halt, das ist die falsche Attacke. Das! Solonia, höre ich noch eure Stimme? Attacke! Und ihr wisst, was mit dem zu tun ist, nicht wahr? Ihr wisst, was jetzt kommen wird. Ihr wisst es. Das wird Spaß. Das wird Spaß. Tod wiedergeboren. Oh ja. Oh ja. Mortis, benutze meinen Körper. Oh ja. Das läuft doch ganz gut. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Oh ja. Ich glaube, wir haben den Dreh raus. Du bist tot. So, jetzt gibt's nur noch dich. Und du bist umzingelt. Fresst sie. Ihn. Wen auch immer. Kraftbonus. Warum hast du einen Krampf... Warum stand da irgendwas von Kraftbonus? Hast du eine... Jetzt ist da kein Kraftbonus mehr. Egal. Schlitz, Schlitz. Tja, Noobs. Wieso wagen sie es auch, mich aufzuhalten? Geht es allen gut? Ich bin auf einen Pfeil getreten und das tut echt weh. Ja, aber die sind... sonst ist alles gut. So Pfeile sind in dieser Welt prinzipiell wie Klemmbausteine. Teuflische Monster. Tja, mir geht es gut. Ein bisschen durch den Wind, aber das wird wieder. Wir sollten vorsichtig sein.
Offenbar werden wir beobachtet. Tatsächlich, dieser Engelweg oder dieser... Der ist immer der angenehmste von den Antworten. Der passt zum Spiel so gut. Die anderen sind, ja, kann man machen, aber... Der Engelweg ist echt super. Ah ja, hier kommen wir mittlerweile durch. Katsching. Das weltherrlicher Blumen badet den Fuß des Berges einen seltsamen honigsüßen Duft. Beinahe unmerklich langsam verschwimmt die Welt vor deinen Augen. Deine Glieder werden müde, jeder Schritt ist schwerer als der zuvor. Bagda atmet den sommerlichen Geruch tief ein, niest und fällt dann zu Boden. Dann erwischt es Eyama, dann Corisandre. Orion schaut dich an, schläfrig und besorgt. Avi, ich... Weg hier. Lauft weg! Runter von den Feldern! Es ist eine Falle! Deine Worte hallen wie ein Schlaflied in deinen Ohren. Sie klingen so schwer, so ohrenbetäubend. Die Welt wird finster, dein Körper wird schwerelos. Gute Nacht, sagst du dir selbst in der Welt. Schlecht. Tja, toll. Falle. Wer ist da neben mir? Deine müden Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit um dich herum, aber es ist kaum nötig. Du weißt, wie eine Gefängniszelle aussieht. Das waren die Blumen auf den Feldern des Nichts. Oh, wer bist du? Der Grund, warum du eingeschlafen bist. Aber das hast du vermutlich schon erkannt. Coven. Oh, du siehst interessant aus. In der Dunkelheit erkennst du die schlanke Gestalt eines Elfenattentäters. Die Felder des Nichts haben keine Wirkung auf Elfen. Aber auch das hast du vermutlich schon erkannt. Ich bin Aviana von Ilian. Ah, verzeih, ich hatte lange keinen Zellengenossen. Ich bin Kovan, ehemals oberster Attentäter der Elfenallianz, jetzt oberster Gefangener. Okay. Der Stein ist warm, aber die Luft ist kalt. Ich nehme an, wir sind weit von den Feldern des Nichts entfernt. Nein, aber die Winterwinde der Berge schneiden hier wie ein Messer. Das ist ein alter Außenposten der Zwerge, der in der 6. Epoche von Hügelriesen und Yetis erbaut wurde. Mein Volk benutzt ihn als Gefängnis. Draußen ist der Weg den Gehalterat hinauf, aber das ist egal. Ich war bei Orion und ein paar anderen. Klein, riecht nach Bier und schnarcht wie ein Drakulich. Das ist definitiv Ori. Sie haben euch alle zusammen hergebracht, dann aber getrennt. Deine Freunde sind fürs Erste sicher. Es fühlt sich an, als wäre ich ein Jahr lang ohnmächtig gewesen. Ich habe das Gefühl, das Licht der Sonne und Monde schon seit einer Epoche nicht mehr gesehen zu haben. Aber du bist schon lange hier, ja? Ja, Zynismus, gefällt mir. Wir wurden als Eindringlinge gefangen genommen. Was ist mit dir? Hochverrat. Das klingt dramatisch und das ist es auch. Also meine Reise begann, weil ich beinahe das Oberhaupt einer Kirche getötet hätte. Jetzt bin ich im gesamten Imperium eine berühmte Verbrecherin. Wir haben was gemeinsam somit. Es muss einen Weg hinaus geben. Wieso willst du weg? Ja, tatsächlich. Ich weiß zwar noch nicht genau von was, aber... Das Volk Nevendas hat die Unterdrückung durch Götter, Könige und Tyrannen lange genug erdulden müssen. Ah ja, okay. Unsere Mission ist es, uns alle zu befreien. Und ich werde damit beginnen, mich selbst aus dieser Zelle zu befreien. Ich habe genug gehört. Elfen kennen sich mit machthungrigen Despoten aus, die sich hinter vorgegaukelter Freiheit verstecken. Doch du wirkst stur und ich bin in Geberlaune. Lass mich helfen. Als er redet, kehrt sein Gedächtnis zurück. Früher einmal hatte er zu fliehen versucht. Das hat er bis zu diesem Moment vergessen. Ein Morok-Schlüssel. Keine Zwergentür bleibt vor ihm verschlossen. Nicht mal eine Zellentür. Ich wollte ihn benutzen, aber da ist noch diese Armee von Wachen. Er zeigt dir einen improvisierten Schlüssel, ein sorgfältig behauener Stein, der anderweitlich grün schimmert. Würdest ihn mir geben? Entweder stirbst du, dann war der Morok ohnehin wertlos. Oder du überlebst, dann hat er seinen Zweck erfüllt. Klingt nach einem Deal. Du weißt viel über die Elfen. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Wie es der Zufall will, besitze ich Zeit im Überfluss. Das ist wirklich ein Zufall. Ich hatte gehofft, wir könnten über die Geschichte der Elfenstämme reden. Wir sind das älteste Volk von Nevendar. Wie viel Zeit hast du? Aber ganz im Ernst, unser Volk wurde vom Gott Galean in der Epoche von Neringa erschaffen. Der Epoche des Anfangs. Wir herrschten Tausende von Generationen lang. Dynastien erhoben sich und fielen wieder. Aber die Elfen waren ewig. Bis zur Spaltung. Als Galean starb, spaltete sich mein Volk in zwei. Die Hochelfen zogen sich in die Menschenwelt zurück. Erbärmlich.
Andere, so wie ich, sind wahre Elfen geblieben. Sie nennen uns wild. Es ist eine Verunglimpfung, auf die ich stolz bin. Mhm. Okay. Du siehst fast schon eher aus wie ein Dunkelelf aus anderen Geschichten, aber gut. Die Weißlande müssen ein Oberhaupt haben. Mein Volk folgt den Zwillingsältesten Laariel und Monvean. Doch die Weißlande werden von einer Frau namens Omeriel angeführt. Omeriel. Verstanden. Mhm. Omeriel. Naja. Hm? Das ist Zwergengebiet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dies eine Elfenfestung ist. Genau deshalb ist es so. Mein Volk kämpft für das Land, das das Imperium gestohlen hat. Für die Leben, die die Legion genommen hat. Und für die Seelen, die Mortis verdorben hat. Bis wir uns das zurückgeholt haben, was uns gehört, nehmen wir alles, was nötig ist, um zu überleben. Gut zu wissen. Wechseln wir das Thema. Reden wir über andere Dinge. Genau. Was soll ich tun, wenn ich hier raus bin? Wenn ich hier rauskomme, muss ich mich von den Feldern des Nichts fernhalten. Dann geh nach Norden. Nach Kraftgipfel aufzusteigen ist jedoch nicht weniger gefährlich. Dort ist das Oberhaupt der Weißlande. Danke für den Schlüssel, Kovan. Aber ich muss gehen. Wenn du dich wirklich mit meinem Volk anfreunden willst, musst du das über die Anführerin tun. Fürstin Omeriel, die in Kraftgipfel gefangen ist. Gefangen? Moment, was? Gefangen? Ja, genau. Sie ist gefangen wie wir alle. Wenn du sie siehst, gib ihr das hier von mir. Er gibt dir ein kleines Schmuckstück elfischer Machart. Du erkennst es nicht, aber du siehst, dass er ein ähnliches um sein Handgelenk trägt. Sag ihr, dass Kovan gelobt, ihr zu gehören. Sei vorsichtig, Aviana. In Ordnung. Jetzt muss ich ein paar Wachen eine Lektion erteilen. Entschuldige mich. So, ich bin draußen. Wen haben wir denn da? Oren atmet tief aus und lächelt, als du seine Zelle aufschließt. Bin ich froh, dich zu sehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Geht es dir gut? Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Die Mehlsuppe war köstlich und ich konnte einer der Wachen das hier abnehmen. Er zeigt dir eine kleine Flasche, die seltsam nach Wein riecht. Das ist überraschend. Elfisch Gaumen bevorzugen eher harten Stoff. Elfenwein? Das nächstbeste. Hey, ich habe gehört, wie sie gesagt haben, dass dieser Trank gegen die Felder des Nichts schützt. Ein Schluck soll genügen. Du nimmst einen tiefen Schluck. Achtest dir doch darauf, dass noch genug übrig bleibt, falls noch etwas davon gebraucht wird. Gute Arbeit. Was hältst du davon, wenn wir hier verschwinden? Ich habe einen Plan. Wir gehen nach Kraftgipfel und finden eine Elfin namens Omeriel. Offenbar ist sie die Anführerin der Elfen hier. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es gern wieder. Nach dir. Okay, Unterwürfigkeit. So, Orion ist mit am Start. Ja, Loot. Sicher, dass du deine Freiheit willst, wirst du sie hier ganz sicher nicht finden. Danke für den Schlüssel, Kovan. Du willst nicht mit raus. Ja, ich habe hier ein paar Anzeichen. Wen haben wir denn hier drin? Als du eher mal kommst, lenkt sich der Gier gerade damit an, dass er der tote Insekten zu seinen Füßen wiederbelebt. Du scheinst dich zu amüsieren. Ich habe eine Armee von Kakerlaken gesammelt, um unsere Wärter zu töten. Jawohl. Falls das nicht funktioniert hätte, wären sie mein Mittagessen gewesen. Klingt lecker. Ich habe noch nie Kakerlake probiert. Du musst unbedingt mal für mich kochen. Sehr gern. Willkommen, Mehama. Gut, dass du dabei bist. So, nächster. Du siehst Bagdal, eingesperrt wie ein Wolf im Käfig. Ganz ruhig von nirgendwo. Ich hole dich hier raus. Zerbrich diese Käfige. Zerbrich diese Ketten. Erst wenn man nah angeht, bemerkt man das Pochen seines Herzens in seiner Brust. Entspann dich, Leute. Beruhige dich. Der Käfig ist offen. Du musst nur heraustreten, ja? Er schnaubt und geht zur Tür. Obwohl er es nicht zeigt, nimmst du an, dass er dir für deine Hilfe dankbar ist. Nein, Moment, was. Und Corisandre schaut aus ihrer Gebetstrance zu dir hoch. Sei dem Hohen Vater. Du hast einen Schlüssel gefunden. Ja, so in etwa. Natürlich. Ich konnte schließlich nicht einfach in meiner Zelle hocken, während sie dir vielleicht wehtun. Danke für deine Mildtätigkeit, Aviana. Ich habe mich auch um dich gesorgt. Sollen wir dann? Tosanne nickt dankbar und ist froh, endlich von ihren Ketten befreit zu sein. So, entkomme aus dem Gefängnis. Oh, ich habe auch... Oh, wo kommen denn... Wo kommen denn meine ganzen Truppen auf einmal her? Oh, das ist ja nützlich. Wo
Wo kommen meine ganzen Truppen auf einmal her? Wo waren denn die eingesperrt? Und habt ihr schon immer Level 21? Die hatte doch kein Level 1. Die hatten doch alle kein Level 1 und 21, oder? Finde ich gut. Finde ich gut. Ah ja, ein was wollte ich ja ändern. Mir gefällt es nicht, dass du so vorarbeitest. Moment, warum stehst du? Standest doch auch nicht da. Mach mal so. Oder so. Hm. 80 von 80. Ja, ja, da ändert sich nichts dran. Hm. Die Tanks dürfen vorne stehen, der Rest nicht. So, guten Tag, die Wachen. Sicher, dass ihr nicht abhauen wollt? Speer- und Wildelfenkrieger, Stufe 1 Einheiten. Let's go. Zermalmt sie. Die Musik erinnert mich auch ein bisschen an die Witcher-Melodien. Kommt näher. Lass es spielen. Mit leisen Schritten. Das sind also meine Wächter. Lautlos. Der Feind wird meine Feind. Ja. Ob das klug ist, was du da gemacht hast hier? Ich weiß ja nicht. Du bist erledigt. Na, ich weiß ja nicht. Problematisch. Da könnte ich alle vier treffen. Okay. Naja, mach mal einfach. Mächtiger AOE-Schaden. Die halten was aus. Dafür, dass sie Nahkämpfer sind. Die halten echt was aus. Soloniel, höre ich noch eure Stimme? Vor Schock, Asch. Hier. Du wirst mir noch dienen. Stirb doch einfach. Der Lebensstrom zehrt von dir. Moment, wer kommt noch? Ach, da hinten ist er. Ah, der hat gewartet. Okay. Noch sieht man mich. Naja. Spür das jetzt. Plus 80% Kraft. Ihr metzelt mal den nieder. Tja, du könntest nochmal zuschlagen, aber geht nicht. Der Kampf verdichtet sich. Das ist richtig. Auch ein guter Schuss. Das war ein... Was war das für ein Schuss? Du hast keine Linie geschossen, weil du hast die erwischt und sie sind auf keiner Linie. Faszinierend. Ich nehme diesen Weg. Spür den Biss meiner Klinge. Jetzt stirbt. Die alten Wege müssen sterben. So sieht's aus. Zeit zum Zerfetzen. Da kriege ich mehrere Debuffs, aber... Um die sieht es auch nicht besser aus. So. Der macht das und was jetzt? Bewegt sich nicht, okay. Fast. Du kannst den erwischen. Weil du kannst auch auf Verbündete schießen. Das ist gut. Moment. Hier. Der Tod ist nah. Klappt das? Tod. Jawohl. Stirb und werde erwischt.
Nice. Gut gemacht. Sehr gut. Okay, dann die Wächter sind down. Nachdem deine Gruppe Wiedervereinigung und den Weg freist, fügst du den Morgschlüssel in die uralte Steintür des Gefängnisses ein. Diese rumpelt und öffnet sich. Du gehst nach vorn, einen Schritt näher an die Freiheit. Einen Schritt näher am Elfen namens Ormeri. Willst du mitkommen? Mana-Baum. Ah ja, ich kann jetzt Elfengebäude kaufen. Der Dude, will der vielleicht mitkommen? Die Wächter sind weg. Kovan, wir haben es geschafft. Die Wachen sind fort und der Weg nach draußen ist frei. Und du hast gezweifelt, weil ich dir den Morok-Schlüssel gab. Flieh mit uns. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Wir können einen Kämpfer wie dich gebrauchen. Verschwinden, ja. Aber wenn ich mich an dich kette, bin ich nicht freier, als wenn ich bleibe. Unsere Wege kreuzen sich, doch sind getrennt. Dein Pech. Ich bin nicht so alt wie ein durchschnittlicher Elf, aber alt genug, um zu wissen, dass Hilfe niemals umsonst ist. Sagen wir einfach, dass ich meine Einsamkeit genossen habe, bis du kamst. Vielleicht fehlt sie mir. Na gut. Danke für den Schlüssel, Kovan. Oh. Ey, das Zurückgehen hat 15 für die Elfenallianz gegeben. Ist okay, nachdem ich deren Wächter erstmal abschlachte. Kann es sein, dass hier so eine Art Bürgerkrieg herrscht oder so tobt? In was bin ich da reingekommen, wenn die Gebieterin hier gute Preise einbringt? Diese Juwelen, ja, ja, könnte sein. Ja, das ist der Ausgang, aber da ist noch mehr... Da sind Noobs. Noobs, die getötet werden können. Ja. Und tschüss. Free Loot. Lederhosen. Ihr Moi. Wo geht das hin? Beeindruckend. Beeindruckender Weg, dass er so stabil hält. Das Untote. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, die Stufe nehme ich. Gönne ich mir. Ein Lebensbrunnen. Wo bin ich hier? Katakomben. Ja, aber wieso? Was ist hier los? Und warum sind hier einfach random Gegner? Und random Loot natürlich. Riesiges Gebiet sogar. Wo bin ich hier? Ich bin in einer XP-Grube, wie es den Anschein hat. Hier läuft einfach Free XP rum. Und Schrott liegt hier rum. Also, tatsächlich, mittlerweile bin ich der Meinung, hier fand auch ein Gemetzel statt. Mittlerweile bin ich der Meinung, ich sollte... Oh, hallo. Ey, ich liebe so meine Gegner. Ich sollte hier vielleicht eher weniger diese grünen Sachen sammeln. Der Rebhuhn. Alles interessant. Wer bist du? Eine Gruppe Wildelfen, die gerade Münzen sortiert und Geldbörsen lädt, schaut auf. Einige von ihnen stellen aus Blumen aus den Feldern das Nichts, den süßen elfischen Wein her, den du vor so langer Zeit getrunken hast, um aus dem Kerker zu entfliehen. Okay, sonst nichts Besonderes. Na, vielleicht habe ich noch eine Quest irgendwann später mit dir. Hier ist so ein komischer Nebel. Wahrscheinlich hat es was mit diesen Blumen zu tun. Aber mehr war hier nicht. Ein sehr angenehmes Gebiet. Freies Leveln für alle. Und keine Konsequenzen. Aber auch nichts anderes. Einfach nur rumlaufen und leveln. Apropos rumlaufen und leveln. Ich anstatt, wenn ich Entwickler wäre, wäre so ein Vorschlag an die Entwickler, oder etwas, was mir einfallen würde, macht die Bewegungsgeschwindigkeit etwas schneller. Es dauert so lang, von A nach B zu laufen. Und ich will sowohl A wie auch B kennenlernen. Deswegen dauert es ein bisschen. Hier sind schon wieder eine Menge Untote. Beeindruckend. Beeindruckend schwach.
Sehr schwer, wir sind super gelevelt, wir haben alles. Oh, hallo. Du siehst nach... Wow, okay. Du siehst nach einer Herausforderung aus. Naja. Hallo, du. Eisriesen. Stufe 4 Einheiten und Arktis-Dryaden. Okay. Die haben, glaube ich, was drauf. Da bin ich gespannt. Die gönne ich mir. Come on. Let's do this shit. So, warten. Macht euren Zug. Lasst mich sehen, was ihr könnt. Das ist ein bisschen krass. Okay, ja. Kälte. Ja. Ausgewichen. Oh, das hat, glaube ich, wehgetan. Na gut. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Dann sind wir dran. Ihr seid Kälte. Wie sieht's mit Feuer dann aus? Du bist erledigt. Ging. Aber war nicht der weltbewegende Effekt, den ich erwartet habe. Okay, die können auf jeden Fall was, aber. Ich bin überall. Naja. Wir können auch was und wir haben halt den Vorteil der Massen. Beide oder ein Spotten. Ihr wollt gegen die kämpfen? Dann kämpft gegen sie. Es sei euch erlaubt. Nein, oder auch nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall fest... Also ich konnte auf jeden Fall feststellen, die können was. Aber wir fangen jetzt an. Riesiger Vorteil. Spür den Schiss der Schlange. Spür den Schiss meiner Klinge. Das war ein Crit. Töte den! Nein! Okay, der kann boxen. Oh, der kann schießen und boxen. Ich habe keine gute Position dafür, aber naja. So starkes Verwirren. Warum haben wir so starke verwirrende Effekte? Tod wiedergeboren. Die kämen jetzt noch dran. Gut, dass wir so viel Reichweite haben. Geblendet. Ist schlecht. Naja, ist egal. Spür das Gift.
Nice. Das gab gute Erfahrungspunkte und Sachen. Viel Geld. Oh ja, viel Geld ist gut. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon Elite-Einheiten von denen gesehen. Und deren Schatzkammer geplündert. Ich glaube, immer am Ende eines Gebiets schaue ich mir die Schätze an, ob die was taugen, ob sie vielleicht besser sind als das, was ich so habe. Aber währenddessen ist es mir egal. Ich sammle einfach alles ein und dann muss ich halt immer mir mal die Zeit nehmen und einfach alles betrachten und schauen. Na, taugt es was oder taugt es nichts? So, jetzt können wir wieder raus. Oder jetzt können wir erstmal raus. Ich habe erstmal hier unten alles ausgelöscht, was hier an Elfen rumfleuchte und kreuchte. So. Immer noch ein riesiges Gebiet. Und jetzt kommen wir eigentlich in das Hauptgebiet, nämlich nach draußen. Ah, ich kann mir vorstellen, auf der rechten... Ja, genau, da kommen wir. Du trittst hinaus in die beißende Kälte des Winters. Die eiskalte Luft weht den Berg hinunter. Nimm das. Es wird verhindern, dass uns die Blumen auf den Feldern des Nichts in Schlaf versetzen. Ja gut, das hat er uns erzählt, oder? Als du die Tinktur übergibst, blicken Orions Augen auf die gewaltige stürmische Winterlandschaft hinter dir. Die Weißenlande sind berühmt für ihre Kälte, aber Gehalterat sieht aus wie ein Schneemagnet. Weiße Asche fällt vom Himmel, aber da ist kein Feuer. Und sie verwandelt sich in Wasser. Wie ist das möglich? Selbst meine Zeichnungen schützen mich nicht vor dieser Kälte. Nichts ist kälter als der Tod. Aber das hier kommt dem ziemlich nahe. Also, hast du einen Plan, wie du die Elfen zum Zuhören kriegen willst? Es wird dir nicht gefallen. Wir dringen tiefer ins Gebirge vor und steigen auf den Gehalterat. Ganz oben befindet sich die alte Zwergenfestung Kraftgipfel. Dort werden wir die Elfenanführerin Omeriel finden. Ich habe etwas bei mir, das ihr zeigen wird, dass wir in Frieden kommen. Im Schnee einen Berg erklimmen. Klingt toll. Ja, ihr habt doch alle genügend Wärme euch gepumpt, dass wir hier aus den Inferno landen, dass wir das können, oder? Euric war doch warm und jetzt wird's kalt. Das ist doch sehr schön. Schönes Abhärtungstraining. Und das machen wir beim nächsten Mal weiter. Nämlich, wenn wir den Berg besteigen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.